Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich bin die Zockerbraut, wir sind hier bei den Wassermagiern in einem alten Bauwerk eines uralten Volkes, das ja vor vielen hundert Jahren errichtet worden ist. Hier haben wir ein Portal, das soll irgendwo hinführen, ein Ornament, quasi den Schlüssel, um das Portal zu öffnen, haben wir bereits Saturas gebracht und ständig gibt es hier Erdbeben. Wieso auch immer. Ich habe Angst, dass uns da gleich die Decke auf den Kopf fällt. Aber ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Müritz, hey, hallo. You. Alles klar? Alles klar. Ganz schön mutig von dir, hier einfach so rein zu spazieren. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich studiere die Sprache der Erbauer. Die Sprache ist der Schlüssel zum Verständnis des alten Volkes. Jeder von uns muss sie erlernen. Sonst wäre diese Expedition beendet, bevor sie überhaupt angefangen hat. Die Erbauer haben Steintafeln benutzt, um ihr Wissen weiterzugeben. Leider sind viele davon zerbrochen oder wurden schon vor langer Zeit gestohlen. Ich habe ganz viele. Was steht denn so auf diesen Steintafeln? Sie erhalten das gesammelte Wissen des alten Volkes. Manche von ihnen erhöhen auf magische Weise das Wissen über Kampf und Magie. Für jemanden, der die Tafeln lesen kann, sind sie ein wahrer Schatz. Kannst du mir das Lesen der fremden Sprache beibringen? Tja, warum eigentlich nicht? Ich gebe gerne mein Wissen an dich weiter. Lehre mich die fremde Sprache. Fangen wir erst einmal einfach an. Ich kann dich zu Anfang die Sprache der Bauern lehren. Texte, die in der Sprache der Bauern geschrieben sind, handeln in der Regel von weltlichen Belangen wie Arbeit, Liebe oder die Beschaffung von Lebensmitteln. Es war die gemeine Sprache der Stadt. Die meisten Texte, die man hier findet, wirst du damit verstehen können. 5 Lernpunkte, haben wir die noch? Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Sehr schön. Wie viel kostet das nächste? Lehre mich die fremde Sprache. Die Sprache der Bauern kennst du ja bereits. Die Sprache der Krieger ist schon etwas schwieriger. Texte, die in der Sprache der Krieger geschrieben wurden, handeln meistens von Waffen und dem Krieg. Du wirst einige für dich nützliche Dinge dort erfahren. 10 gleich. Okay, viel später. Tschüss. Boah, jetzt habe ich Glück gehabt, dass wir noch 5 gehabt haben. 2 Lernpunkte haben wir sogar noch übrig, das ist auch schön. Und knappe 5000 Erfahrungspunkte noch, um die nächste Stufe zu erreichen. Gut. Dann schauen wir mal, wir können jetzt die Sprache der Bauern, das heißt die Steintafeln hier zum Beispiel, Steintafel des Bogenschützen, Stufe 1, das müsste normal mit der Sprache der Bauern gehen. Da gibt es welche, die haben hier Stufe 2, das ist Krieger, und Stufe 3, das ist halt, glaube ich, schon das Letzte. Dann schauen wir mal. Yeah. Treffen mit dem Bogen. Dann die Armbrustschützen. Hey, das ist cool. Den Zweier können wir noch nicht. Dann haben wir Geschick. Ist wahrscheinlich jetzt blöd, was ich da mache. Keine Ahnung. Dann Lebensenergie. Plus 5. Nochmal plus 5. Nochmal plus 5. Dann den Zweier können wir noch nicht. Den Dreier geht gar nicht. Hier mit Magie. Hui und hui. Dann Magiestufe 2. Einhandkampf. Das ist auch nicht schlecht. Was gibt's dann noch? Ich glaube, das war's schon. Nein, Stärke. Wow, Stärke. Ja, plus 2. Und Zweihandkampf. Juhu. Aber jetzt sind wir fertig. Ja, haben wir das ja schon viel erlernt, ne? So, da. Da schaut ja schon noch was aus. Jo. So, lala, Stärke 62, halt wieder eine blöde Zahl. Vielleicht finden wir bald einen Stärketrank an, dann haben wir 65, das ist ja schon mal schön. Mana, Lebensenergie haben wir jetzt auf 260 fast. Geschick ist auch ein bisschen besser geworden. Ja, ist ja nicht so schlecht im Großen und Ganzen, würde ich jetzt sagen. Tada! Dann hat uns Saturas aufgetragen, noch mit Nefarius zu sprechen. So, Moment einmal, das tun wir hier schön speichern. Wahrscheinlich war es verkehrt. Hey, you! Hallo!
Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Was machst du denn hier? Das ist ja eine Überraschung. Okay. Ich dachte, man hätte dich getötet. Beinahe. Es gab einen riesen Wirbel um dich, weißt du das? Mhm. Ich habe Saturas kaum wiedererkannt. So außer sich war er wegen der Sache damals. Was meinst du denn? Es ist wieder dunkel, es tut mir leid. Was ist das für ein Portal? Was ist das für ein Portal? Wir vermuten, dass es in das verlorene Tal führt, in dem die alte Kultur ihre Stadt gehabt haben muss. Mhm. Aber der Stein hinter dem Portal besteht aus meterdickem, massiven Fels. Auch gibt es keine Anzeichen für Teleportationsmagie. Sehr mysteriös. Ein Fall für Galileo Mystery, ne? Weißt du schon, wie man es aktiviert? Eins der fehlenden Ornamente scheint eine Art magischer Schlüssel zu sein. Wir werden es brauchen, um weiterzukommen. Es muss genau in die ringförmige Vertiefung neben dem Portal passen. Ja, dann schau mal, was wir hier haben. Ich habe einen Teil des Ornaments mitgebracht. Ja? Ja, das ist großartig. Hast du eine Ahnung, wo die anderen Teile sind? Den alten Inschriften nach wurde es in 4 Teile zerbrochen. Großartig. Und es sieht so aus, als könnten sich die Teile immer noch auf der Insel befinden. Ich habe mit Merdarions Hilfe einige der Inschriften übersetzt. Dort finden sich Hinweise darauf, wo die verbliebenen Stücke sind. Hier, auf dieser Karte habe ich einige Stellen markiert. Sieh dich dort um. Du solltest auf alte Bauwerke achten. Vielleicht sind sie schon etwas verfallen und nicht mehr klar erkennbar. Es könnte alles Mögliche sein. Ein großer Findling, ein Steinkreis, ein Mausoleum oder ähnliches. Aber was rede ich? Du wirst es schon finden. Viel Erfolg. Ja, danke schön. Aus welchem Grund wurde das Ornament zerbrochen? Wer auch immer das getan hat, wollte verhindern, dass das Portal jemals wieder geöffnet wird. Je länger ich auf die Inschriften starre, desto mehr erkenne ich, dass die Priester der alten Kultur wahrlich keine Dummköpfe waren. Es gab einen guten Grund, dass sie die Region dahinter unzugänglich gemacht haben. Wir wissen nicht, was uns dort erwarten wird, aber sicherlich ist es nichts Gutes. Ja, schön, und die wollt's trotzdem dahin, ne? Was soll man machen, ne? Der Entdeckergeist ist oft stärker, ne, als die Vernunft. Wegen der fehlenden Ornamente, ne, brauchen wir dabei nicht. Da haben wir ja nichts mehr, normalerweise. Wir haben hier nichts gefunden. So, da haben wir Alchemie. Oh, und Bettchen, das ist sehr fein. Da gehen wir gleich mal eine Runde schlafen. Oh, das hat gut getan. Das ist jetzt zusammengebrochen. Ich glaube, das war so ein Dings gelöst. Alchemietisch, ja, da haben wir halt nicht genug Rezepte für solche Schmähs, ne? Passt, jetzt haben wir ordentlichst mit denen gequatscht. Da unten ist auf jeden Fall was. Ich hoffe, das ist nichts Tödliches da. Eine alte Steintafel. Sehr schön, das wird Watras interessieren. Horuk. Da ist so jetzt irgendwo nicht die Tür. Hat er die da gemeint? Jep, das ist sie. Und eine Truhe gibt es da auch. Also das ist ja schön. So, Momentchen. Schauen wir gleich mal, was da drinnen ist. Links, rechts, rechts, links, links, falsch. Verdammt. Also ich dachte, ich habe echt einen Glückslauf. Nö, habe ich nicht. Ha. So. Wo habe ich angefangen? So, 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 so. So dann, ne? Und so. Verdammt. Ja, Dietrich ist spannend, ne? So ein Dreck. Achso, Licht wäre auch gut. Ah, ist wurscht. Und dann nochmal. Ach, dann ist wieder falsch, ne? Pfui, Spinne. Blödes Schloss. Bläum.
So, mal schauen, ob ich es nochmal versemmel. Nein, jetzt habe ich es geschafft. Sehr fein. Blub, 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 blub. Haufenweise Gold, das ist schön. So, jetzt sind wir langsam reich. Dann ist hier noch irgendwas. Nein, schaut nicht so aus. Was ist denn das hier für ein Gitter? Ach so, da komme ich. Aha, ich verstehe schon. Gibt es da einen Schalter auch dafür? Wahrscheinlich von der anderen Seite wäre eins gewesen. Naja, was soll's. Wir speichern hier trotzdem wieder ab. Für den Fall, dass das Portal uns umbringt. Alle hopp. Jö. Ich bin weg. Ja, da sind wir. Ja, bist du des Wahnsinns. In der Orkhöhle. Ja, sicher. Alter, lauf. Der blöde Köter, den können wir umbringen. Aber den Ork, yay. Ich weiß nicht, ob wir den schaffen. Hui. Schaffen wir den? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der bringt uns um. Ja, der bringt uns um. War weg. Alter. Lauf. Lauf. Komm her, ja, ja, hilf mal. Helft mal mit. Alter Schwede. Ork. Krieger. Das ist ein Krieger. Ich dachte, das wäre ein Speer. Ja, war weg. Weg. Alter Schwede. Ha, hi. Komm, mach hin. Na! Jetzt hat er den umgebracht. Ist das jetzt schlimm? Scheiße, das wollte ich jetzt nicht, dass der stirbt. Also eins muss man sagen, Lares hat vollkommen recht. Die Miliz hält nichts aus. Das will ich nochmal machen. Hui! Nix hier weg. Na, wieso jetzt wieder so einen blöden Zauber? Den brauche ich ja nicht. Hopp, 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 hopp. Den Wolf blätten wir weg. Passt. Und jetzt kommt das Orki. Hilfe, Mami, hilf mir. Komm her, bist viel. Schon wieder eins von diesen Biestern. Könnt ihr beide vielleicht helfen? Boah. Komm schon. Na, der bringt den echt um. Scheiße. Das geht ja nur mit Magie, ne? Da muss ich mir einen guten Magie-Zauberdings suchen. Irgendwas Starkes. Nein, nicht den Feuerregen. Irgendwas anderes. Moment. Ein Skelett beschwören ist nichts gut. Was hätte man noch? Schlaf. Die Windfaust. Ich werde die Windfaust probieren. So schaut's aus. So, gehen wir. Die Windfaust probiere ich mal. Wieder ein bisschen Glück, ist er nämlich bewegungsunfähig. So, kommt's Hundel noch? Nein. Oh, der Orkkrieger kommt. So. Gleich mal die Magie rausholen. Komm her, Mistvieh. So. Wieder eins von diesen Biestern. Na, mach hin. Wie, das geht nicht. Willst du mir jetzt schälen oder was? Magie reicht nicht jetzt oder was? Wie bescheuert ist das jetzt bitte? Kack. Ja, natürlich. Jetzt will man es einmal gut hinkriegen, die Punkte mitnehmen, ne? Nein, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich gespeichert, ne?
Nicht dein Ernst jetzt. Habe ich mich so verdrückt? Jep, habe ich. Scheiße. Ja, Pech. Das ist dann Pech. Ja, und jetzt? Wie geht das? Das haut ja nicht hin. Wie viel Mana braucht man für das Klumpert? Spruchrolle 20 Mana. Die habe ich ja. Wieso hat man das nicht abgefeuert? Ist das jetzt wieder ärgerlich? Ach, was soll's. Da haben wir es halt auf die herkömmliche Art. Upala. Und hat sie nichts gebracht, dir, ne? Nö, wenn der jetzt schon sterben muss, ist mir jetzt wurscht. Ich hab mich voll verdrückt. Blödes Arschkopf. Echt. Da kannst du wieder voll ärgern, ne? Was willst du jetzt mit der Kackmagie? Mach, hinne! Nein, du bist so blöd. Na echt, nur zum Aufregen. Echt, das ist echt das allerletzte. Blöder Ork. Ja, halt's Maul. Ja, so schaut's aus. Blöder Krüppel, echt. Arme Mika. Babel, habe ich gesagt. Sorry, Mika. Tut leid. Ruhe in Frieden. Tschüss. So ein Dreck. Voll drüber gespeiert. Naja, was soll's. Dann machen wir noch das Wölfchen da drinnen platt. Und die Fleischwanzen. Oder die Fleischwanze. So, da ist noch eine. Tatsächlich. Kackviech. Noch eine. Mhm. Noch eine. Passt. Dann das Wölfchen noch. Und dann passt's. Komm her, du Kackvieh. Ah, schau her, kommen wir da wieder zurück? Das wäre ja toll. Natürlich nicht Ruhe wieder. Aber was soll's, das ist, glaube ich, im nächsten Part. Jupp, das machen wir im nächsten Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!